frisch aus dem Wasser geschlüpft. Jetzt hier das Energie-Update oder das Energy-Update. Jetzt für die kommenden Tage, für die Woche, für die nächste Zeit. Ja, wozu bist du bereit? Was zeigt sich da? Was ist aus der Vergangenheit, was du jetzt hier knüpfst in dein jetziges Leben, um es zu integrieren, um es jetzt zu erfahren, um für dich weiterzugehen? Was brauchst du jetzt, um weiterzukommen? Und da sehen wir jetzt, und das ist total schön, die natürliche Ordnung. Ich bin eins mit dem Göttlichen im Kreis, geht nichts verloren, auch du nicht. Jede Energie hat seinen Raum, jede Energie hat seinen Platz. Es geht darum, wirklich deinen Platz, deinen Raum einzunehmen. Das sehen wir, das ist jetzt schon die Weiterführung quasi von letzter Woche. Aber da geht es immer weiter, weil es einfach noch darum geht, so diese Anteile, die im Schmerz waren, diese Anteile, die einfach in der Vergangenheit wehgetan haben, wo unser Herz gelitten hat, wo wir einfach, ja, auch Teile, die wir verloren haben, bedauern, betrauern, das liegt hier noch drinnen als so ein bisschen diese Wehmut. Ja, es geht hier noch ein bisschen um Wehmut und es geht darum, wenn man die Essenz darum versteht und wenn man sich mit der Essenz aus dem Ganzen verbindet, darf man hier jetzt wirklich in die Erfüllung gehen. Und das braucht ein bisschen Zeit. Und was darfst du hier mitbekommen mit dem Medizinrad? Kommt für mich immer so ein bisschen das fünfte Element. Wir haben hier Wasser, wir haben Erde, wir haben Luft, wir haben Feuer und in der Mitte bist du als der Stern, bist du als das mitgebrachte Wesen der Liebe, dass du jede Facette betrachten kannst aus der Liebe heraus, um dir die Gesamtheit von dem Ganzen zu holen. Und das kommt dabei heraus. Die Gesamtheit von dem Ganzen ist ganz, ganz wichtig. Und was mir dann noch kommt bei dieser Karte, ist immer das Tiroler Zahlenrad. Falls du das noch nicht kennst, schau dir das einfach einmal an, spiel dich mit deinen Geburtszahlen und komm dahinter, was für ein Typ du so ein bisschen bist. Ich finde, das ist erschreckend, genau für das, dass es ein sehr, sehr, ich sage einmal, simples Tool ist, um dich zu erkennen und so ein bisschen diesen Schwerpunkt im Leben zu sehen, worum es dir so als Wesen geht. Ja, dazu auch unten in der Infobox mehr, weil bei mir gibt es jetzt einen Pure Soul Pioneer, das sind einfach viele Dinge miteinander verbunden, aber das kann ich dir einfach so mal mitgeben, um in dich als Wesen hineinzuschlüpfen, um dich als Wesen zu finden, um für dich da jetzt weiterzugehen. Großartig. Ja, und dann haben wir hier so drei Teile. Was ist jetzt ganz wichtig? Und da geht es um die allumfassende Weiblichkeit. Göttliches Licht schwingt in jeder deiner Zellen, nimm es an und sei bereit, aus der Gesamtheit wieder die Schöpfung zu erfahren. Ja? Und da haben wir tatsächlich die fünfte Kelche. Und die fünfte Kelche, auch in diesem Bild, da sehen wir da, ja, es schwingt einfach noch ein bisschen dieses Bedauern mit. Wir haben hier eine Türe, die geöffnet ist, wo man hindurch geht. Man ist hier schon durchgegangen. Also ich sehe hier schon, wenn du dir da diese Karte anschaust, da sieht man, hier über dir schweben zwei der Kelche, die haben wir hier auch. Das ist das, was in der Zukunft liegt, diese unendliche Liebesenergie, diese unendliche Kraft, dieses immer im Gleichklang, im Balance sich befinden, immer etwas füllen, etwas lernen, etwas füllen, so wie die unendliche Acht, wo man sich gibt und wo man nimmt, wo das einfach einen Balanceakt im Leben mit anderen Personen noch einnimmt. Und das schwebt so über dir, ja, das sieht man hier. Und dein Blick ist aber hier, du hast hier Helfer, die an der Seite stehen, ein kleines Helferchen reicht dir hier auch so eine Kugel, dein Potenzial, deine Liebe, dann alles, was hier mitschwingen darf. Und du siehst das wie irgendwie nicht, weil du hier runterschaust auf die drei der Kelche. Die drei der Kelche, einfach auch diese Freude, diese Liebe, dieses Unbeschwingte, diese Leichtigkeit. Vielleicht bedauerst du auch im Moment ein paar Situationen, wo du Leichtigkeit gehabt hast früher, wo du das Gefühl hast, jetzt kommst du dort in diese Leichtigkeit nicht mehr hin. Und das kann was ganz Banales sein. Ja, wir sind als Kinder zum Beispiel, kraxeln wir auf Bäume oder kraxeln Hausmauern, ich nehme jetzt mich als Beispiel, ja, kraxel auf Hausmauern rauf, ja, fahr mit dem Snowboard irgendwo durch oder mit den Skien, ist völlig egal, irgendwo die Piste runter, wenn es einen aufhaut, haut es einen auf, man probiert das, man probiert jenes, man tut da herum. Und als Erwachsener merkt man so plötzlich, okay, man hat vielleicht eine Verantwortung oder man, ja, schaukeln. Wenn man zum Beispiel schaukelt, wir sind früher immer geschaukelt oder fast jeder kennt das, denke ich, ja, am Kinderspielplatz oder irgendwo geschaukelt und dann gesprungen, einfach so aus dem Nichts heraus. Und wenn man das lang nicht gemacht hat, vielleicht kennst du das auch, ja, dann könnte das passieren, dass man so ein bisschen innerlich so ein komisches Gefühl bekommt oder dass einem schwindlig wird oder so. Ja. Also das setzt einfach ein System in uns
hoch, wo die Leichtigkeit ein bisschen genommen wird. Und vielleicht ist es das, was du dir anschaust, wo du dir jetzt gerade in der Vergangenheit so ein bisschen blickst und dir denkst, boah, früher ist das alles so leicht gegangen, das war so unbeschwert, das war so was auch immer. Und dabei verkennst du aber, dass hier vorne dir alles blüht, es ist alles da, also die Leichtigkeit kommt auch wieder, da sind die Spiralen, da wächst alles, da gedeiht alles, da sind die Schmetterlinge. Und deine Aufgabe ist es, im Moment anzunehmen, dass es dazwischen einfach schwer war für dich. Anzunehmen, dass es dazwischen schwer war, ohne das weiter auszuspinnen. Ja, also es war früher leicht, dann war es schwer und jetzt wird es wieder leicht. Ja, also einfach in der Einfachkeit das Ganze anzuschauen, ohne es zu sehr in der Schwere zu verbinden. Ja, darum geht es jetzt im Moment, die Gesamtheit anzusehen. Ja, wir haben wellenartige Bewegungen, es gibt einfach ein Gesetz, das bedeutet, dass alles einem Zyklus unterlegen ist. Ja, Ebbe und Flut. Ja, und manchmal ist halt eben auch die Ebbe da, auch in den Emotionen, auch in den Gefühlen. Und das war. Und jetzt kommt es aber dorthin, dass man wieder in die Flut geht, dass alles wieder in Bewegung ist und da ist alles schon vorbereitet für dich. Und du darfst einfach annehmen, dass es vielleicht einfach eine Zeit lang nicht so war für dich. Ja? Und das ist aber völlig in Ordnung, das ist okay. Ja? Was erkennst du nämlich jetzt? Dass du dein Schöpferlicht bündeln darfst, ja? Dass du dich sichtbar machst, dass du einfach aus dir heraus plötzlich agierst und plötzlich in dieses Spielerische wieder eintauchst, indem du dich wieder findest, indem du anfängst zu kreieren, indem du anfängst mit deinen Gaben zu spielen. Du hast hier einen Kelch in der Hand, da ist der Page der Kelche, du hast hier die Fische, der schwimmt mit dir an Land, du hast ein Wasserwesen, du hast Elfen, du hast Feen, die dich da begleiten, die mit dir herumspringen, die mit dir die Essenz des Wassers, dass die Essenz der Gefühle erfahren und damit kommst du wieder in dein Schöpferlicht, weil du sagst, okay, ich bin ich und ich habe das alles erlebt, aber ich höre nicht auf zu träumen. Ich höre nicht auf zu träumen und ich gehe einfach wirklich weiter meinen Weg. Und genau das ist der Umbruch, der jetzt für dich eingeleitet ist, sage ich jetzt einmal, oder gerade eingeleitet wird, weil da kommst du jetzt absolut in deine Stärke, weil du erkennst, du darfst dich entscheiden. Du bist ein mächtiges Wesen, was entscheiden darf, wo will es hin, und du möchtest die Gaben haben, du möchtest die Geschenke haben im Leben und danach steht dir der Sinn und deswegen kommst du hier wieder in die Fülle hinein, weil der Mangel möchte jetzt mit diesem Zyklus beendet sein. Und das heißt, dass du auch verbunden mit Körper, Geist und Seele oder verbunden auch mit deinem Verstand, dass du einen Weitblick einnimmst, wie der Adler, um hier jetzt das Neue zu erfahren, um wir hier wirklich mit dem Narren dir ein neues Reich zu kreieren, eine neue Phase, eine neue Zeit, wie wenn du in der Luft schwebst, um dich dann wieder auf der Erde in der Erde einzufinden, niederzulassen in deinem neuen Ich. Und dazu heißt das, dass du ja einfach auch einen Pfad neu beschreitest oder daran glaubst. Jetzt haben wir hier die Karten, schau dir das an. Ja, vielleicht heißt es hier auch ein bisschen den Verstand brechen, ja? Also das Grenzenlose des Verstandes, also die Grenzen des Verstandes hier überwinden, um in die Grenzenlosigkeit einzutauchen, um wirklich jetzt deinen Mehrwert zu erfahren. Und da haben wir jetzt den Ritter der Schwerter, der sehr verstandesorientiert ist, sehr klug ist und alles, aber wir haben auch den Adler dabei und wir haben das Pferd dabei und das Pferd macht schon den ersten Schritt, ja, voller Kraft in seiner Größe. Und der Ritter sagt doch, okay, voran, alles wurscht, ja, wir gehen da jetzt einfach weiter, aber wenn du siehst, ist hier der Weg zu Ende, ja. Und der Ritter glaubt aber jetzt dran, der sagt, okay, ich weiß, dass mein Verstand hier jetzt eine Schranke bauen wird. Mein Verstand würde mir jetzt nur ohne dem Adler sagen, hey, Moment, hier ist jetzt der Weg zu Ende, hier geht jetzt eine Schlucht hinunter. Aber der Verstand kann auch eines mit der Vorstellungskraft, nämlich keine Grenzen zu haben, nämlich in seiner Fantasie einfach etwas zu kreieren. Und das sehen wir hier mit dem Narren und das ist dieser Neuanfang. Du kreierst hier jetzt einfach deinen Weg und beginnst zu fliegen, weil der Adler einfach sagt, dort geht's weiter für dich. Und du sagst, okay, ich breche jetzt alles nieder, was meinen Verstand hier fesselt und ich glaube jetzt einfach daran, dass mein Weg hier nicht einfach enden kann, sondern dass ich hier jetzt weitergehe, weil dort hinten ist mein Ziel, wohin ich hin möchte. Und ob da jetzt mir irgendwer sagt, dass da jetzt eine Klippe ist oder nicht, ja, ich habe hier den Magierstab, ich habe hier meine Vorstellungskraft und für mich ist es hier nicht zu Ende, sondern ich gehe jetzt ganz sacht einfach über diesen Schritt hinüber, indem ich mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Chancen, mit meiner Vorstellungskraft jongliere und bei meinem Fokus bleibt, denn dann noch richte ich mich jetzt aus und das bleibt, ja, und das wird hier zu einem absoluten Erfolg führen, ja, also wir haben hier wirklich die 6 der Stäbe hier auch noch einmal und wir haben hier die Leidenschaft, ja, mit dem
mit dem Pagen auch der, mit dem Pagen, sag ich, mit dem König der Stäbe auch nochmal, wo die Leidenschaft für dich erwacht, wo du brennst für deinen Weg, ja, wo du dich wieder deinem Feuer hingibst, wo du einfach wieder spürst, okay, alles klar, hier tun sich alle Wege für mich auf, hier bin ich bereit, hier mache ich einfach auf meine Herztür, meine ganzen Zentren mache ich hier auf, um sie zu verbinden in einer Gesamtheit, damit ich mich wieder leben kann, ja. Ungebremst, ungebunden, mit meiner Vorstellungskraft und nicht mehr mit in meinen eigenen Schranken. Wunderbar. Also wir haben zweimal, also wenn das jetzt nicht ein Erfolg wird, dann weiß ich aber auch nicht, weil wir haben hier zweimal die 6 der Stäbe und wir haben auch zweimal die 8 der Stäbe und das steht für Schnelligkeit, das steht auch wieder für eine gute Kommunikationslinie. Wir haben das Rad des Schicksals, wir haben den Magier, wir haben, dass dieser Prozess jetzt einfach endet, der Schwere und der Not. Ja? Und das schauen wir uns gleich an, wohin geht es denn jetzt und was darf da gesehen werden? Ja, es darf gesehen werden, dass der Mangel einfach beendet ist. Du hast hier die Situation mit den 5 der Münzen. In einer ganz anderen Position. Dann sieht man hier zwei Frauen, die ja im Schnee stehen vielleicht, mit den Gänsen, die sprechen von Glück, die erzählen eine Geschichte mit den drei Weberinnen von Schicksal, von Zusammengehörigkeit, weil zwei Gänse stehen hier beieinander, eine Gans reicht ein Kleeblättchen, die für Glück oder für auch ein Gänseblümchen, ne? Was für Glück, was für Befreiung steht, für Entgiftung steht aus einer alten Situation, wo man sich vielleicht einsam gefühlt hat, wo man sich vielleicht schwer gefühlt hat, wo man den Sinn dahinter noch nicht gesehen hat und wo es jetzt darum geht, wieder in die Dreisamkeit einzutauchen, also wirklich in Körper, Geist und Seele, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, Himmel, Erde, Menschsein, ja, wo man alles wieder miteinander verbindet in seiner eigenen Schöpfungskraft und das sagt dir hier auch wirklich Metatrons Würfel. Du bist in Form gebrachte Ewigkeit, nimm dich an als dich, als ein zentrales Wesen und verbinde dich mit all dem, was durch dich hat sein können und darf. Ja? Also auch diese Einsamkeit war einfach ein Teil deiner Erfahrung, so gesehen, ja. Und dadurch, dass du dich wieder daran erinnerst, wozu ist es geschehen, dadurch, dass du wusstest, was Einsamkeit bedeutet, konntest du Zweisamkeit sehen und, ja. Also, einfach in diesem Aspekt heraus, nicht weil wir alles schön reden, sondern weil es darum geht, sich jetzt zu entscheiden, dass es einfach nicht mehr schwer sein muss. Wir haben alle Erfahrungen gemacht und wir machen immer noch Erfahrungen, die als Mensch erlebt natürlich nicht so schön sind, die kann man auch nicht schön reden. Aber es geht trotzdem um den Blickwinkel, wie wir ihn sehen. Und wir können es noch schwerer sehen oder wir können es uns noch komplizierter machen oder wir lernen mit diesen Erfahrungen zu gehen und darum geht es, ja, mit den Erfahrungen zu gehen und sie anzunehmen, wie sie sind und trotzdem das Beste daraus zu machen. Ja, und das ist so diesen Mehrwert, den du bekommst, wo du erfährst, dass einfach Unterstützung jederzeit bei dir ist. Und dadurch kommst du in die Kommunikationsebene, verbindest dich auch wieder mit Menschen, verbindest dich auch wieder mit der Grundessenz der Liebe, die es hier zum Erleben jetzt geht. Also es geht ganz viel darum, wirklich karmische Prozesse auszulösen, sein Glück hier zu erfahren, alte Belastungen hinter sich zu lassen, um sich in einer Situation wiederzufinden, wo man merkt, dass man beschützt, geborgen und getragen ist, dass man sich daran erinnert, dass alles möglich ist, ja, mit dem Magier hier und dass einfach das, wo wir uns klein gehalten haben, enden und das passiert auch hier. Das passiert hier jetzt im Privaten, also in der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in der Liebe und auch in der Berufung, ja, weil du bist hier berufen auch zu einem höheren Sinne und dazu, lernst du jetzt einfach auch dich zu verbinden und damit ist jetzt nicht nur die Partnerschaft gemeint, aber es geht generell so dieses sich verbinden. Wir sind hier nicht Einzelkämpfer auf dieser Welt. Wir sind hierher gekommen, um uns in verschiedenen Facetten zu erfahren, aber miteinander zu lernen und uns miteinander auch zu stärken, uns miteinander Kraft zu geben und miteinander diesen Weg auch zu gehen. Und alles, was da nicht stimmig ist, alles, was da schmerzhaft war, alles, wo wir zu viel Gewicht auf das Negative oder in die Vergangenheit gelegt haben, da dürfen wir jetzt erkennen, dass es war, ja, also dass es war und uns jetzt wieder auf unsere Fähigkeiten und unsere Begabungen mit dem Magier zu besinnen, wo wir erkennen, dass alles kommt, was immer schon möglich war. Also wir erkennen jetzt unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben, aber die immer schon in uns geschlummert haben, beziehungsweise bauen die aus und erkennen damit neue Möglichkeiten, ja. Wunderschön, weil es geht hier übergeordnet auch um das Kollektiv, um die Erde wieder in der Heilung zu erfahren, ja. Hier mit der grünen Erde im Hintergrund geht's wirklich darum, die Heilung, die Erde in der Heilung mit allen Aspekten
der Magie, sage ich jetzt einfach mal, wieder zu erfahren, mit allen Zusammenhängen, mit allen, ja, mit der Quintessenz des Seins so gesehen. Also lass dich drauf ein und spiel mit deinen Fähigkeiten und mit deinen Gaben. So, das ist das Wochenupdate. Wir hören uns am Freitag wieder und dazwischen gibt es wieder Shorts von mir. Ich wünsche dir alles Liebe und eine ganz, ganz schöne Zeit durch diese heißen Tage. Viel mit Schwimmen oder einfach so Zeit genießen, wie auch immer, oder verbarrikadieren, was dir auch immer Freude bereitet. Und ich freue mich schon, wenn du Informationen zu mir haben möchtest, unten in der Infobox. Und ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du ihn likest, wenn du kommentierst, ja, und wenn du mich einfach so teilnehmen lässt, auch an deinem Leben, was sich so bei dir tut. Und natürlich darfst du meine Inhalte auch teilen, da freue ich mich sehr. Gönn dir hier einfach alles in deinem Leben, ja, und erfahre dich jetzt selbst, ja, nach hier und jetzt und nach vorne ausgerichtet, da ist deine Kraft, so wie du sie bestellst. Bis dann, Papa.